Ja, hallo liebe Rasenfreaks, wir sind heute auf dem Weg zu etwas ganz Besonderem und zwar zu einer Messe, eine Agrarmesse, die Agritechnica mit den Monstermaschinen und ich bin hier gut gerüstet. Jetzt geht's ab. Defekt. Defekt. Yeah! Agritechnica, die größte agrartechnische Messe der Welt. Ich bin hier eingeladen worden von der Firma Kubota und ich hoffe hier auch ein paar Rasenmäher zu sehen auf der Messe. Wir werden riesige Maschinen sehen, wir werden was weiß ich sehen, ich war noch nie auf dieser Messe. Bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Viel Spaß! Solche Maschinen habe ich auch nicht gesehen bis jetzt. Wahnsinn. Ja, Freaks. Und hier haben wir ihn, den ersten Rasenmäher. Den ersten Rasenmäher von John Deere. Hier stehen noch ein paar andere Rasenmäher. Alles für schönen Aufsitzmäher. Ja, cool. Ein sogenannter Null-Wendekreismäher. Da kann man sich praktisch immer im Kreis drehen. Kann man zwar nicht mehr mähen, aber man kann im Kreis fahren. Ja, cooles Teil, ganz schön groß. Hier, das ist eine coole Technologie hier von John Deere, die luftlosen Kunststoffräder, die noch schonender und wartungsfrei funktionieren sollen. Schick. Ui. Schöne Feder. Da ist ein kleiner Rasenmäher, den gucken wir uns jetzt auch noch an. Das ist, finde ich, ist auch noch eine relativ große Maschine. Ne? Ich habe ehrlich gesagt auf so einem Aufsitzmäher noch nie drauf gesessen. Also ergonomisch finde ich ihn jetzt nicht so ganz optimal. Ja, liebe Rasenfreaks, kurze Zwischenbilanz. Eine gigantische Agrarmesse mit allen Herstellern weltweit zum Thema Agrartechnik. Riesige Maschinen, herrlicher Maschinenbau, richtig echter Maschinenbau. Rasenmäher gibt es ja noch nicht so viele, aber es macht Spaß, hier mal rüber zu laufen. Toll, diese großen, wahnsinnig schönen und bunten Maschinen zu sehen. Ja, und hier ist der schöne Rasen, frisch gemäht immerhin. Das Wetter ist herrlich und jetzt geht's weiter. Der Z122R. Ich bin noch niemals so eine Maschine gefahren. Ich sitze auf einem Z-Turn-Mäher oder Zero-Turn-Rasenmäher. Das sind die Geräte, die die Amerikaner lieben. Und die Europäer lieben diese Maschinen nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Dinger total cool. Man soll damit unglaublich flexibel und wendig und schnell unterwegs sein. Man kann da gerade sehr verwinkelte Grundstücke mit vielen Bäumen, mit vielen Hindernissen wohl sehr gut und sehr schnell mähen. Ich kriege vielleicht die Gelegenheit von Kubota mal so eine Maschine zu testen. Ja, diese Maschine wiegt 282 Kilo, hat einen Kawasaki-Motor hinten drin mit 21 PS oder sowas, nee, 19 PS. Und hat eine Schnittbreite von 107 cm Schnittbreite. Seitenauswurf
Gibt es auch als Mulchmäher, kann man auch als Mulchmäher umbauen. Mit Heckaufwurf gibt es diese Mäher nicht. Also für Kommunen, die halt eben große Flächen mähen wollen, die nur mulchen wollen oder seitlich auswerfen können, ist das ein super Gerät. Hier sehen wir jetzt einen Dieselmotor von Kubota. Das ist der größere Rasentraktor von Kubota. Es gibt noch eine Nummer kleiner mit einem Zweizylinder-Diesel. Der hier hat einen Dreizylinder-Dieselmotor und ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen Maschinen, die jetzt in der Kategorie schon Dieselmotoren haben und kein Benzinmotor. Das ist natürlich eine total coole Nummer. Dieselmotoren sind hier im Agrarbereich, im landwirtschaftlichen Bereich immer noch das Maß aller Dinge. Über einen Dieselmotor geht nichts. Der hat einen ganz geringen Verbrauch, springt im Sommer und im Winter problemlos an. Überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem Kraftstoff. Eine sehr, sehr robuste Geschichte. Die Maschine ist sowieso sehr, sehr toll konstruiert. Die hat, hör mal hier zu, die Maschine hat hier einen ganz besonders engen Wendekreis. Und zwar können die Vorderräder extrem einschlagen. Ich darf das sogar mal machen hier. Das ist der helle Wahnsinn. Es ist unglaublich, unglaublich, wie eng hier bei dieser Maschine die Vorderräder einschlagen. Das ist extrem ungewöhnlich. Dann hat er noch zusätzlich einen Allradantrieb. Läuft über hier von der Mitte über die Königswelle auf den Vorderradtrieb. Und damit jetzt bei diesem ganz, ganz engen Wendekreis die Räder nicht radieren, wird in Abhängigkeit des Lenkwinkels immer der innere Antrieb ausgeschaltet, sodass der nur frei mitläuft. Also das ist echt eine coole Technik. Dann ist die ganze Übertragung, die ganze Kraftübertragung. Hier läuft bei Kubota die Kraftübertragung mit Gelenkwellen, nicht mit Gummiriemen. Das heißt, das ist wesentlich verschleißärmer als diese komischen Gummiriemen. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier hinten rein. Und hier hinten sieht man, ich hoffe mal, die Kamera nimmt das auf, hier sieht man also sehr cool den Auswurfschacht. Ganz von da vorne fliegt also der Rasenschnitt hier durch diesen breiten Schacht nach hinten. Und hier ist so eine kleine Klappe. Und diese Klappe hat einen Sensor. Und wenn hier alles voller Rasenschnitt ist, wenn der Fangkorb voll ist, dann wird hiermit dem Fahrer signalisiert, dass er jetzt mal seinen Rasenschnitt bitte entsorgen sollte. Und der mäht natürlich weiter und dann ist hier alles vollgestopft. Und wie kriegt man jetzt hier aus diesem Tunnelbereich den Rasenschnitt wieder raus? Und das geht nämlich so. Da kann man hier so eine Klappe betätigen. Und dieser Klappe schmeißt man quasi dann diesen verstopften Rasenschnitt einfach nach hinten raus und dann kann man weiterfahren. Und da vorne ist auch noch eine Klappe. Ja, und da kann man also auch noch von vorne den Rasenschnitt rauswerfen, sodass der ganze Auswurfkanal wieder frei ist. Also solche Technik ist ja auch nicht so ganz schlecht. Mann, oh Mann. Echt Wahnsinn. Der ist doch schnucklig. Eine Schnecke. Wenn ich hier ganz vorne den Schacht in der Tiefe. Kleines Dreieck hier in dem Bereich, wo ich die Verwirbelung habe und hier, wo das Messer quasi direkt gegen die Spindel wird. Da sind dann so ein, zwei, aber ansonsten bleibt das Leder so sauber. So, liebe Rasenfreaks,
Wir sind jetzt bei den Mähern, die ich ja eigentlich gar nicht haben will. Aber diese Robotermäher, die sind auch ziemlich, ziemlich cool. Ich habe dich hier mal so gerade richtig, richtig schlau gefragt zum Thema Robotermäher. Husqvarna hat mich hier wirklich also ein bisschen eines Besseren belehrt. Und vielleicht werden wir nächstes Jahr mal auch mal so Robotermäher machen. Ganz interessant, außerdem will mein Vater ja so ein Mäher haben, ihr wisst das. Müsst ihr mal mein Video nochmal anschauen. Ja, also Husqvarna, Robotermäher beim Rasenfreak, Fragezeichen. Bleibt dran. Ja, liebe Rasenfreaks, wenn so ein Monster auf meinen Rasen kommt, dann ist alles vorbei. So, das war's hier von der Messe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Rasenfreak. Tschüss. Ich bin da rein.